Online-Geister. Das hier wird ein kleines Experiment werden zum Thema Barrierefreiheit und Content-Zweitverwertung. Das also nur kurz vorausgeschickt. Ich habe vor, die Zusammenfassung unserer bisherigen Podcast-Folgen, unserer Monatsthemen einfach, die wir in Podcast-Form bei den Online-Geistern, in Textform bei Social-Media-Statistik und verschiedenen weiteren Seiten immer mitmachen, einfach nur mal kurz zusammenzufassen und würde sagen, steigen wir doch direkt mit ein. Denn Thema. Wir haben ein Brexit-Interview mit dem Bundestag, genau gesagt mit dem Bundestagsabgeordneten Dieter Janicek, geführt. Zitat, dann gibt es Chaos. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Alnau und ich sollte nicht wetten. In unserer aktuellen Podcast-Ausgabe haben wir uns dem Thema Brexit gewidmet, doch in Anführungsstrichen umsonst, Termin verschoben. Bei Erscheinen dieses Newsletters ist es sogar schon zweimal verschoben worden, aktuell voraussichtlich auf den 30. Juni, je nachdem, wann das hier gehört wird. Obwohl das eigentlich wiederum eine gute Sache ist, denn so habt ihr, liebe Online-Geister, die nötigen Infos vorab, um euer Unternehmen oder euer Verhalten auf den Brexit vorzubereiten. Deswegen, Brexit. Nein, doch, oh. Es ist ein beschämendes Trauerspiel. Inzwischen warnt sogar die serbische Regierung ihre Bürger vor Reisen nach Großbritannien. Unklare politische Verhältnisse. Hätte das Internet abstimmen dürfen, wäre das Vereinigte Königreich sogar geblieben, wenn auch das dort ziemlich knapp ausgefallen wäre. Es gab diese Studie EU Engage, die dafür Tweets ausgewertet hatte und die Ergebnisse haben wir euch bei socialmediastatistik.de zusammengefasst unter /brexit-podcast. Und wir haben auch das Interview mit Dieter Janicek geführt, der auch einige interessante Aussagen getätigt hatte und wir haben auch unter anderem das Thema mit der britischen Limited mit angesprochen, denn die englische Rechtsform der Limited-Gesellschaft oder halt die LTD ist bei uns auch in Deutschland sehr beliebt. Doch ist das dann mit dem Brexit vorbei? Darf ich noch bei Online-Shops einkaufen? Das haben wir halt mit ihm besprochen und das dann in unserer regulären Folge Nummer 34 der Online-Geister mit behandelt. Die MP3 könnt ihr euch natürlich dann auch direkt dort mit anhören und vielleicht so als Fazit, Brexit im Internet, was nun? Tja, die Brexit-Katze steht vor der offenen Balkontür. Sie hat gekratzt, sie wollte raus und jetzt hockt sie unschlüssig rum. Wir können einfach nicht sagen, was im April, im Juni oder vielleicht später, wenn es bei irgendeinem Datum bleibt, passiert. Also im schlimmsten Fall, dem sogenannten No-Deal-Brexit, müssen wir eine Weile aufpassen, wenn wir bei britischen Unternehmen kaufen und brauchen für eine Reise ins Vereinigte Königreich erstmal ein Visum. Im normalen Internetverkehr ändert sich hingegen eigentlich recht wenig. Also der Brexit, man hat sich inzwischen darauf vorbereitet, der Brexit ist nicht dieses große Monster. Es ist unschön, aber es ist managebar. Mein Name ist Christian, ich freue mich auf euer Feedback. Onlinegeister.com oder der-seminar.de. Ich bin raus, bis bald. Das war Onlinegeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.